Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. So, dann lasst uns doch mal sehen, ob wir hier irgendwas Tolles in diesem ganzen Komplex. Oh, das sieht cool aus, aber nein, nein, ich will. Ja, lasst uns doch erstmal erkunden, was wir überhaupt vor der Nase haben. Ich denke mal, das ist sehr viel effektiver. Oh, was? Keine Mini-Käfer-Scan. Was ist das für ein Scheiß? Ei. Strukturelle Analyse. Konstruktion der Gitterabdeckung hält extrem starken Winden stand. Beschuss ist wirkungslos. Es muss einen alternativen Zugang geben. Ja. Risse ermittelt, Schwefelstein anscheinend geschwächt, strukturelle Beschaffenheit kritisch. Dann legen wir doch mal Bomben. Keine Bomben. Ach ja, Schwefelstein. Peng. Ich habe keine Ahnung, wo das Schwefelstein sein soll, aber okay. Und das da oben sieht einfach eiskalt aus wie ein großer Bombenaktivator, den sie ein wenig, naja, größer gezogen haben. Da einfach so hingeplackt als Design. Voll geil. So, hier ist nix. Da oben ist ein bisschen was, aber da kommen wir wohl leider nicht hin. Toll, ich kann das Wrack von dem Geschütz noch scannen. Ist auch cool. Yeah, enge Gänge. Enge Gänge, die uns anhauchen. Oh, was war das? Ach so. Energie. Die Musik gefällt mir nicht. Die Musik gefällt mir voll nicht. Kennt ihr die Musik noch? Wenn ihr meinen ersten Prime gesehen habt, kennt ihr die Musik? Und zwar aus dem Einschlagskrater gegen Ende des Spiels. Servus. Könntest du mal bitte, danke. Jetzt habe ich deine Aufmerksamkeit, nachdem du fertig gefressen hast, ja? Peace. Wir haben noch eine Rechnung offen. Ha, dieser Quick Draw. Jedes Mal dieser Quick Draw. Dunkle Samus. Alter, ich will auch fliegen können. Ich will auch fliegen können. Geh mir nicht auf den Sack, geh mir nicht auf den Sack. Dunkle Samus 1, danke. Eins vor allem. Aber ja, es ist natürlich klar, dass wir noch ein bisschen öfter auf sie treffen werden. Morphologie, dunkle Samus. Von Phazon lebendes Wesen. Kraftvolle Angriffe aus der Distanz. Schild aus Phazon-Energie schirmt Angriffe sämtlicher Waffen ab. Angriff ist nur bei inaktivem Abschirmungsfeld möglich. Unmittelbare Nähe sollte gemieden werden. Gibt's hier mehr? Scan weist auf die Präsenz von Phazon und genetische Übereinstimmungen mit Samus Aran hin. Sie trägt eine Variante des Warrior Suits, der sich durch ihre Phazon-Anreicherungen abgewandelt und optimiert hat. Zu ihrer primären Bewaffnung zählen der Raketenwerfer sowie eine Streuschussvariation des Powerbeams. Ihre Boost- und Sprungfähigkeiten übersteigen die Samus Arans. Außerdem besitzt sie die Fähigkeit, mit Hilfe des Phazons ein Abschirmfeld zu kreieren. Gefreaktes Ding, ey. Wo bist du hin, ha? Wo willst du hin? Ja, das ist lecker Streuschuss. Komm doch. Na, komm doch. Hast du es noch? Komm schon. Wo bist du, hä? Ich die Musik ziemlich cool finde, so, also.
Es kommt halt richtig geil rüber, dass das Viech so reichlich abgefreakt ist. Und au! Und wir wissen ja, dank unserem Bonusende in Prime 1, dass der gute Metroid Prime ist. Ich sage nicht, dass Metroid Prime intelligent ist. Das ist immerhin noch ein Metroid. Wow, das war eine Super Missile, Mann. Ich will auch sowas. Okay. Ich sage nicht, dass Metroid Prime intelligent ist, aber irgendwie hat sich durch diese Phazon-Suit Metroid und Phazon-Verbindung dann interessanterweise halt doch ein ganz guter passabler Klon von Samus gebildet. Diese Herkunft von dem Ding ist echt immer noch so ein bisschen mega strange, unbekannt und Alter, ist die schnell. Au, ich hasse dieses Kraftfeld. Kannst mir am Arsch lecken, ey. Ho. Mini-Me explodiert. Ja. Yeah. Sie ist in der Luft. Sie ist auf meinem Anzug. Weg. Bäh. So. Zumindest haben wir diese Sicherheitstür hier mal umgangen. Oh, hallo. Darkbeam. Das ist ein sehr viel besserer Name als Unlichtstrahl. Klick, bam. Darkbeam erhalten. Plus halten, auf den linken Bereich zeigen, plus loslassen, um zum Darkbeam zu wechseln. Aufladen, um bei erschöpfter Munition einen regulären Schuss abzufeuern. Zusätzlicher Dateneintrag im Inventar. 2 drücken. Ja, Leute, das ist korrekt. Wir haben Punkt A, den Darkbeam. Punkt B, er hat Munition. 50 Schuss, mehr ist nicht. Wenn die Karre erschöpft ist, können wir zwar aufladen für einen normalen Schuss. Der ist aber nur dafür da, um solche Spaltportale oder sowas zu aktivieren. Wirklich waffeneffizient ist der nicht. Und willkommen zur abgefuckten Welt in Metroid Prime 2. Du wirst, wie ich das mal erwähnt habe, in eine scheiß dunkle Welt gesetzt, die dir schadet. Und deine scheiß Waffen haben sogar noch Munition. Das heißt, dieses typische Resident Evil Munitionsknappheit-Dingsy taucht hier auch nochmal ein bisschen auf. Nicht so krass. Es ist ja kein Horrorspiel so richtig, aber ihr wisst, was ich meine. Es trägt zur Atmosphäre bei. Es ist cool. Verschlüsselte Daten. Die Intensität der hiesigen Kampfhandlungen ist eskaliert. Die Schattenkrieger des dunklen Aethers haben eine Offensive gestartet. Der massive Ansturm konzentriert sich auf ein zentrales Netzwerk von Gebäuden an einem Berggipfel. Möglicherweise handelt es sich um eine Basis. Kurioserweise wird dieser Angriff von einem Verlust der planetaren Stabilität begleitet. Es ist denkbar, dass diese Schattenwesen ein neues Waffensystem einsetzen. Die Schattenkrieger müssen uns für weitere Feinde halten, da sie unsere Basis vielfach angegriffen haben. Wir halten Stand, doch unsere Truppen reiben sich allmählich auf und es gibt hohe Verluste zu melden. Materielle wie personelle. Uns bleibt nur zu warten und unsere Ressourcen zu verteidigen. Ja, das ist bitter. So.
Also um hier rauszukommen. Blong. Mein Dark Beam. Ich opfere jetzt auch ein wenig. Obwohl, hier, da. Dann könnt ihr mal sehen, wie er aussieht. Im Prinzip ist es ein Ice Beam. Und so, schaut mal, wie schön das ist. Der sabbert hier so richtig aus der Knarre raus, wenn wir den aufladen. Das ist wiederum ziemlich cool. Bang. Die Effekte beim Aufladen der Beams leiden zum Glück nicht so sehr wie in Prime 1, als es kompatibilisiert wurde auf die Wii. Und den Dark Beam, den probieren wir jetzt mal an. Oh nein, nein, tun wir nicht. Du bist was Neues, dich will ich zuerst scannen. Piratengrenadier. Piratgrenadier. Auf Kampfführung mit Granaten spezialisierter Weltraumpirat. Leistungsfähige Granatwerfer machen diesen Gegner auf Entfernung gefährlich schwach im Nahkampf. So. Und nein, ich will keine Munition verschwenden, deswegen laden wir hier nochmal so. Was passiert, wenn ich das mache? Bam! Annihiliert. Einfach weg. Das ist der Lappen. Ja, war auch ein Grenadier, ist klar. So, Leute, also. Pew. Tada, Portal. Also, und wir analysieren. Dunkles Portal. Hi. So, jetzt wird's doch mal interessant. Das da oben will ich haben. Das ist ein Schlüssel. Neuer Eintrag. Morphologie dunkler Pret. Von Finsterling besessener gasgefüllter Cyborg. Finsterling steigert Widerstandskraft des Objekts. Zerstörung der Außenhülle setzt hochgiftige Wolken. Ja, ja, ja. Puff. Bioscan abgeschlossen. Rückgrat des Objekts wurde durch Aufprall mit hoher Geschwindigkeit zertrümmert. Durch die Attacke wurde das Objekt schwer entstellt und geschwächt. Die folgenden Attacken haben schließlich zum Tod geführt. Ja. Bioscan abgeschlossen. Objekt weist vielfache Panzerungsschäden auf. Körper wurde der lokalen Atmosphäre ausgesetzt. Der daraus resultierende Schock hat zu mehrfachen Organversagen und schließlich zum Tod geführt. Okay. Element Phazon. Flüchtiges Erz mit mutagenen Eigenschaften. Genaue Herkunft von Phazon unbekannt. Erste Entdeckung des Elements auf dem Planeten Talon 4. Von Weltraumpiraten zur Herstellung enormer Energiemengen verwendet. Oh, und wir können. Pass auf. Klick. Entladendes Leuchtfeuer. Fremdtechnologie, entladenes Leuchtfeuer. Schützendes Licht generiertes. Was? Lichtenergiefeld deaktiviert. Wenn Leuchtfeuer von dunkler Energie umschlossen werden, sind sie für einen begrenzten Zeitraum funktionsuntüchtig. Mit Hilfe von heller Energie lässt sich das Leuchtfeuer von der dunklen Energie befreien. Nur mit helle? Geht das nicht so? Doch. Okay, so langsam könnte ich dann aber mal, ne? Moving on. Oh, da ist ja sogar noch. Aha. Entladener Kristall. Fremdtechnologie, entladener Kristall, schützendes Lichtenergiefeld deaktiviert. Ja, 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 ja. Muss ich eigentlich nicht vorlesen, ist das gleiche in grün. Was denn das für ein Scheiß? Dieses Standbild verbirgt eine luminotische Vorrichtung. Äußere Hülle, Schwefelstein, alles klar, cool. Bam.
Heller Hubkristall. Fremdtechnologie, heller Hubkristall mit Waffen aufzuladen, die durch dunkle Energie basieren. Ja, ja. Transportplattform Luminoth senkt sich. Ja, ist ja cool. Lass mich mal hier so. Peng. Danke. Whatever, man. Peace. Schlüssel zu einem dunklen Tempel erhalten. Dies ist einer von drei Schlüsseln, die benötigt werden, um einen dunklen Tempel zu öffnen. Yeah. Schön. Wo gehen wir dann lang, ja? Hier oben. Hallo. Ach du, dich kenne ich schon. Du bist ein dunkler Splinter. Nicht, nein, nicht kuscheln. Nicht kuscheln. Nicht, nein. Nicht kuscheln. Nicht, nicht. Nein, nein, nein. Nicht das Gesicht ablecken. Hau ab. Und das ist eine weiße Tür und da können wir nicht weiter. Toll. Alter, mach die Tür auf. Mach die Tür auf. Leide hier Schaden, Mann. Mach die scheiß Tür auf. Ah, diese blöden Prez, Puffer, was auch immer, Viecher, die kommen auch immer neu. Bäh. Peng. Hi. Was gibt's hier? Oh, cool. Hallo. Bam. Kleine Schlampe. Abgeschlossen. Objekt erlitt Befall durch Parasiten, als es zum Herzversagen kam. Der massive Schock für das Biosystem führte zum Tod des Objekts sowie des Parasiten. Ja, bitter. Sehr bitter. Hallo. Greif mich nicht an, ich scan hier. Dentium heißt es mittlerweile. Es heißt Dentium. Folglich relativ instabil. Ja, toll. So instabil, dass es nur mit Powerbomben geht. Fick dich. So, da hinten weiße Tür, nichts für uns. Helles Spaltportal, nichts für uns. Bioscanner abgeschlossen. Brustpanzer des Objekts wurde durch mehrere energiereiche Treffer beschädigt und danach von einer scharfen Waffe durchbohrt. Objekt verendete infolgedessen. Jo. Diese Todesberichte sind doch immer so schön. Aha, ah. Aha. Aha. Oh, peace. Speicherstation, wie nice, how convenient. Was mit dir da los? Reihe schwerer Verbrennungen, die durch Phasonbestrahlung verursacht wurden. Ups. Brustpanzer des Objekts wurde durch mehrere energiereiche Treffer beschädigt und danach von einer scharfen Waffe durchbohrt. Ah ja, toll. Dich kenne ich eigentlich schon. Oder deinen Bruder, keine Ahnung. Speichern! Sehr sweet. Wir erhalten in letzter Zeit unsere 20-Minuten-Klausel, Regel, was auch immer, eigentlich ziemlich ein. Möchtest du speichern? Yes, Sir! Spielstand wurde abgespeichert, Energievorrat vollständig wiederhergestellt. Danke sehr und Leute, damit beende ich den Part. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend wünsche ich noch immer noch auf YouTube. Bis zum nächsten Mal.